Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play L.A. Noir. Ja, wir sind wieder zurück. Ich war tatsächlich jetzt in einer bestimmt zweieinhalbwöchigen Pause, was L.A. Noir angeht. Also, ich bin völlig raus. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Wir waren bei dem Fall, worum ging es denn hier nochmal? Man konnte sich das doch einmal immer kurz Case Objectives angucken. The Doctor is dead, Benson is finished and Leland Monroe is going to limp his whale into a jail cell. Ach ja, richtig, ich erinnere mich. Safe to say, Suburban Redevelopment Fund isn't going to be around for much longer. All that's left is the guy who has Elsa, the maniac who burned the houses for Fontaine. I know he's a cowboy. I know he works for pest control, but otherwise he's a nobody. Okay, ich kann mal einmal kurz mit euch in die Statistics gehen. Hier seht ihr es, wir sind im vorletzten Fall, ihr Lieben. So langsam aber sicher neigt sich das Spiel dem Ende entgegen. Wir gucken mal, wie lange wir da jetzt noch für brauchen für diese letzten zwei Fälle. Wir haben ja jetzt festgestellt, Dr. Fontaine hat jetzt Elsa entführt, die Dame von Cole Phelps, ja, mit der er seiner Ehefrau und der Mutter seiner zwei Kinder fremdgegangen ist und deswegen aus der Vice Unit rausgeschmissen worden ist, besser gesagt. Er ist degradiert worden, klingt eigentlich besser, denn er ist immer noch bei der Polizei, nur halt in einer nicht mehr so ganz angesehenen Abteilung. Wir sind bei Arson. Das ist nicht mehr so toll wie die Vice Unit. Die Vice Unit ist wohl das Beste, was es da so gibt. So, und wir sind jetzt dem Brandstifter auf dem Weg. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Was haben wir denn hier? How many guys you have working here, Pop? Who's asking, son? It could be official or unofficial. Depends on how you want to play it. You should get to a hospital, son. That arm of yours appears to be letting in daylight. Save the pity for the other guys. They're the ones who need it. I'm looking for a big cowboy who works pest control. Does he work here? We don't have anyone like that here. You sure? I'm not the type of guy you want coming back. Yeah, I'm sure. Okay. You're bleeding on my floor. Ist hier noch eine Zeitung? What have you got? Looks like a drug overdose. Get away from him, Phelps. This is my case. Shut your fucking mouth. Since when does a bag man work a case? I knew this creep wasn't on the morphine heist. Victim of his own product. Hey, detective! Can we back it off a notch? This is getting out of hand. A time to talk and a time to shut up. Now is a time to be quiet, son. Courtney Sheldon was a corpsman, Roy. He served his country. He went out with a medical kit and an Army 45 into places that made the Valley of Death look like a picnic. He was either naive enough or dumb enough to get involved in the Suburban Redevelopment Fund, along with the mayor, the DA, Monroe, and a certain crooked cop. He was involved in the morphine heist, but he has a puncture wound in his jugular, which makes this a murder case. He was a better man than you'll ever know. You say one more word about him and I will blow your fucking head off! Meine Güte, Phelps. You lost it, partner. I have a pretty good idea why Sheldon's dead. And I know about Monroe. Your vast, corrupt future is draining away as we speak. I got better things to do than argue the rub with you. Stay with him until the coroner gets here. Make sure technical services bags the evidence. If you let this creep anywhere near it, I'll come looking for you. Yes, sir. You know, Phelps, you're not the worst asshole going around. Thanks, Herschel. Mm-hmm. Okay. Phelps, Phelps rächt sich, langsam aber sicher. Also wir haben hier Crime Scene Mucke. Jetzt müssen wir uns hier natürlich mal ein bisschen umschauen. Also er will uns nicht so richtig helfen. Hier scheint jetzt auch für den ersten... Oh, hier ist was.
aber das scheint, glaube ich, unwichtig zu sein. Gut, gucken wir uns mal draußen ein bisschen um. Ich habe da eben auf der rechten Seite, meine ich gerade, noch irgendwie einen Garageneingang oder so gesehen. Was damit? Ist hier nicht einer dieser Autos, wo wir davon gesprochen haben? War das das jetzt hier? Also ist jetzt hier mehr nicht? Also ne, hier ist tatsächlich nichts mehr. Ja gut, dann ab zum nächsten, würde ich sagen. Das Spiel ist ja so nett und hakt die Sachen ab, die ich geschafft habe. Zum Glück ist das Spiel so nett und hakt mir alles ab, was ich geschafft habe. Und ja. Wir fahren jetzt auf jeden Fall zur nächsten Location und gucken mal, was wir da so Feines finden. Überall ist ja hier immer wieder, ist ja immer wieder was Neues, was wir herausfinden. Wir wissen ja auf jeden Fall, dass der Doktor, der Fontaine, auf jeden Fall irgendwie damit drin hängt. Der ist irgendwie ein ganz shady Typ. Nuclear Bug and Rodent Control. Mhm. Moin. Welcome to Nuclear. What can I do you for? I work for the DA. I need to speak with an exterminator, big guy with a cowboy accent. We have only three people work here. Me and two Mexicans. They're both on the scrawny side. Thanks for your help. Okay, der ist das auch nicht. Okay. Der ist das also auch nicht. Gut, dann müssen wir Westlake Pest Control. Jetzt entspann dich doch mal. Mein Gott. Da ist doch schon einer stinkig da hinter mir. Oh mein Gott, what the fuck. Hoppala. So war das nicht gedacht. Ja, ihr Lieben, wir müssen uns einmal überlegen, was denn das nächste große Projekt ist, was wir da mal so anpeilen. Dragon's Dogma läuft ja noch bis Anfang Juli. Ne, das kann ich euch schon mal so weit spoilern. Bis Anfang Juli läuft Dragon's Dogma noch. Ich glaube, Dragon's Dogma hat 107 Folgen. Ich habe allerdings nur 105 benannt, weil ich zwei Folgen doppelt benannt habe, so blöd wie ich bin. YouTube hat diese wunderbare Funktion, dass du dir, dass man das für Let's Player, nämlich zum Beispiel eine hervorragende Funktion, wenn man natürlich in der Lage ist, auch damit umzugehen, ne? Technik ist immer nur insoweit gut, wie dieser Mensch, der 20 cm vorm Schreibtisch sitzt, dann auch damit umgehen kann. In meinem Fall hat das wieder hervorragend nicht geklappt. Die haben nämlich die Funktion, dass man Titel, also man kann quasi Videobeschreibungen 1:1 von einem vorhergehenden Video übernehmen. Die meisten von euch werden das wahrscheinlich kennen. Da kann man quasi sagen, okay, pass auf, mein Video soll die gleiche Beschreibung, den gleichen Titel, die gleiche Playlist, ne, die gleichen Tags, alles wie das Vorgängervideo haben. Oder wie ein Video haben, was schon mal vorher hier hochgeladen, auf dem Kanal schon mal hochgeladen worden ist. Und ja, in meiner Trance, ne, da dann teilweise 10 Videos am Stück zu umbenennen. Weil man muss ja dann, ich sag mal, wenn man dann Part 20 hat von einem Video, muss man ja mit dem nächsten Video, wo man dann alles von dem vorherigen Video übernimmt, dann aus der 20 eine 21 machen, ne? Und aus der 21 eine 22 und so weiter und so weiter. Und das habe ich irgendwie vergessen. Ja, da sind irgendwie zwei Videos irgendwie unter die Räder geraten, die ich nicht benannt habe. Oder beziehungsweise umbenannt habe. Anyone like that working here? Well, I wouldn't want to get anyone into any trouble. We could do this the hard way. An address? Yeah, he lives in a bunkhouse on the remains of the old Rancho Rincon. Thanks. Na, guck mal, das ist doch schon mal ein Anknüpfungspunkt. Dann geht's jetzt mal dahin. Oh, was ist denn hier los? Dr. Fontaine's Surgery. Yesterday. Okay. Cole!
You made it. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink, dead in his patient's room, spine snapped like a twig. The suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. His last patient was Elsa Lichtman Cole. She's missing. Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out of here. The best thing that you could do to help me, Rusty, is let me take a look around. Sure thing, Cole. This way. Okay. Investigate the murder. Stimmt, ich erinnere mich. Genau, der Fontaine hat ja die Elsa niedergeschlagen. Ja, stimmt. Und daraufhin kam ja dann der... Ja, der andere, der Brandstifter. Und da hat Fontaine getötet und Elsa mitgenommen. Ich erinnere mich. Was war denn da? Ein Fläschchen. Okay, das hat nichts mit unserem Fall zu tun. Na gut, wie kann ich das aufmachen? Ach, guck mal einer an. Wenn das nicht das Morphin ist. Dieses Morphin taucht überall wieder auf. Aber schönes Haus, ne? Guck mal hier, ist hier irgendwas? Ne, das hat nichts zu sagen. Okay. Na gut. Ja, dann. Gucken wir uns mal um, was wir denn hier alles Feines haben. Ist auch nochmal, Newspaper, ne? That goddamn pet lunatic of yours is burning down our houses. Keep your voice down, Leland. Control is of the essence. Keep your voice down. Do you know how much these sons of bitches charge for lunch? Fuck 'em, Leland. We will not solve our problems by announcing them to the general public. We only speed ourselves on our way to the gallows. He's your imbecile, Harlan. Get him under control or get rid of him. Speaking of which, I've had to dispose of our young medical student. What? Certainly are a cold character, Harlan. He has a friend called Kelso. Knows all about the development on Normandy Avenue. I know about Kelso. And you thought it unimportant to inform me. I thought I could take care of it. Have you? No, I haven't. Kelso works for Benson. Is he reliable? No, he's totally unreliable. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Can you take care of Kelso? Don't push me, Harlan. Get rid of the fruitcake. No longer necessary. I'll take care of Jack Kelso. Tja, das hat ja gut geklappt. Kelso hat sich eher um dich gekümmert, mein lieber Leland. Ne? Okay. Ja, dann gucken wir uns mal um. Also, die Hintertür wurde natürlich eingeschlagen, ne? Ist klar. So, was haben wir denn da? Da ist auf jeden Fall Dr. Fontaine. Wurde sich auch offenbar eher um dich gekümmert als andersrum, dass du dich um irgendjemanden kümmerst. Was? Creation, Dr. Fontaine. I've heard that story somewhere before. Ja, hat ein bisschen was von Frankenstein, ne? Richtig. Was haben wir denn da? IH. Mhm. Ja, du müsstest die Hand vielleicht mal einmal in die andere Richtung drehen. Ja, sehr gut. Gut. Das soweit dazu. Was haben wir da? Das ist die Kristallkugel, wa? Na? So much for your foresight, Doctor. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Ach, guck mal an, was haben wir denn da?
Na, guck mal hier, da können wir wieder was finden. Aha. Edgewood Grove, McCarthy Vista, Crescent Heights, Rancho Escondido. Do those names mean anything to you, Herschel? Yeah. How come? So, dann können wir uns hier nochmal wunderweitig umgucken. Ist hier noch irgendwie was? Hier war nichts, ne? Nee. Hier noch irgendwie was? Nee. Das hier noch? Noch eine Newspaper? Ne, dachte ich erst. Und hier noch Schachspiel. Okay, hier geht's auch wieder nach draußen. Hier würden wir die Crime Scene dann wieder verlassen. Dann bin ich mir nicht sicher, ob wir hier fertig sind. Neue Locations gesammelt? Nö, haben wir nicht. Also irgendwas fehlt noch. Irgendwas fehlt noch. Hier noch irgendwas? Nö. Okay, hier noch irgendwas? Aha, was ist das denn? Leland. Okay. Fuck. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte mir das schon noch weiter angucken. Ich würde da wieder mal. Na, wir müssten das einmal umblättern. Oh, was ist denn da unten? Oh ja. Monroe wasn't happy. People started dying and it attracted attention. And the doctor lost control. Okay, war das alles? Moment. Fontaine was having the houses burned for Monroe. Noch was umblättern? Ich kann noch was umblättern. Also wie gesagt, jeder, der es lesen möchte, der darf, ne, natürlich gerne. Ich würde immer gerne Pause machen. Ah, okay. It's about eminent domain. What are you talking about, Cole? The government reclaims the land in the path of the freeway and pays the improved value of the land with the new houses sitting on. What about the stiffs who paid their deposits? Worst case, they get their money back. But the syndicate pockets millions on the improved value of the land. So where does Jack's boss come into it? He's the key. He carries the insurance. The insurance proves how much the houses are worth. And they're worth nothing. Firewood, all of them. That's about as neat a scam as you can imagine. How are we gonna prove any of this, Cole? Doctor's dead. Monroe nearly bled to death. If they get Jack. We need the firebug. The Okie cowboy. Get him, get Elsa. Get him, get all of them. Genau, wir holen uns die jetzt alle. Wir holen uns jetzt alle. Die ganzen Brandstifter. Ah, perfekt. Kelso fährt natürlich wieder alleine dahin. Das ist natürlich wieder eine sehr gute Idee. Warum auch irgendwen anrufen, wenn man solche Sachen alleine machen kann. Ja dann, habe ich eine Waffe mit? Ich kann sie im Moment zumindest noch nicht ziehen. Für den Fall, dass ich eine mit habe, kann ich sie nicht ziehen. Nobody's home. Ja dann. Mit Gewalt, oder? Eieiei. Ja, perfekt. This guy's bring home a 45 or an M1. This is pretty extreme. Hey,
Perfekt. Wir haben auf jeden Fall unseren Brandstifter hier. Das ist irgendwelches Öl, ne? Ja, gut. Natürlich ist wahrscheinlich nicht allzu viel mit dem Ganzen hier zu tun. Ja, der Kamin. Telefon haben wir hier. Was haben wir hier? Nix. Oh, schön hier. Nette kleine Origami-Figuren. Das ist natürlich... Quite a flock you got here, kid. A strange obsession. Ja, ne? Finde ich allerdings auch. Was haben wir hier? Okay, die Toilette und die Dusche. Ja, okay. Hinter dem Origami-Haus. Das hier, das ist das Wohnzimmer, ne? Ja. Okay, was ist das hier? Das ist die Küche. Aber da. Ach, eins von den Gasdingern hier, wa? Kann ich mir aber nicht weiter angucken. Na gut. Was haben wir denn hier noch? Kann ich das öffnen? Nein. Das ist, weiß ich nicht. Schlafzimmer? Okay. Dunkel hier gerade, muss ich ja sagen, ne? Ja, dann. Nächste Tür. Was haben wir hier? Ich warte eigentlich nur, bis der jetzt nach Hause kommt hier. Eigentlich bin ich nur darauf am Warten, dass der gleich nach Hause kommt. Was hat denn da eine Zigarettenschachtel? Okay, das ist Müll. Das ist natürlich Müll. Eine weitere Tür. Schraubenzieher. Schraubendreher, tut mir leid. Also wir müssen eine Richtigkeit haben, ne? Jetzt gerade da eine Tür zugegangen. Katastrophe. Okay, dann gehen wir jetzt noch einmal hier rein. Da noch. Vielleicht mit den Bildern. Ah, mit den Bildern kann ich was machen. I know those faces. Jesus Christ, I know every one of them. Alter, die kenne ich doch alle. Das ist doch die Phelps-Einheit, wo auch wir drin waren hier mit Kelso. Kelso war doch auch in dieser Einheit. So, was ist denn hier noch? Ist hier sonst noch irgendwas? Mal gucken, was auffällt. Warte mal, das ist so eine Blueprint oder so, ne? Ach, guck mal einer an. The river tunnels. This guy's a tunnel rat. Mhm. Oh my God, Ira. Poor backwards son of a bitch. Er kennt den Ira. Oh oh, der kommt jetzt, ne? Peterson, I'm going to need some help. I've got Monroe, Fontaine and all the others. It's all tied up nicely. It goes all the way to the top. Meet me at the LA River Tunnel entrance just north of the First Street Bridge in half an hour. Don't ask questions. Just be there. Scheiße, jetzt geht's ab oder was? This is DA's investigator Jack Kelso. I have an urgent radio message for Detective Cole Phelps. Go ahead, KGPL.
11K, we see the man. A 207 just occurred on the spillway north of the First Street Bridge. DA's investigator Jack Kelso reports a kidnapping suspect outstanding in the LA River tunnel system with a hostage. 11K and 203. What the hell is Jack playing at? Like a suicide note. Half the LAPD will be down there hunting for him. We need to get there first. All units on all frequencies stand by. Car 86 Adam is in pursuit of suspect vehicle heading southwest on Sunset Boulevard. Suspect vehicle belonging to Jack Kelso, described as a Navy Chevrolet fleet line. License number 4-William-0-2-8-6. Car 86 Adam is in pursuit. I picked up his car. I'll need help to make it to the river. Okay, dann. Nichts wie hin dazu. That's Kelso's car. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir dem irgendwie helfen. Also müssen wir uns jetzt gegen die Polizei wenden hier, oder was? Ich bin actually schon wieder... Moment. Okay, ich kann mein Notebook gerade nicht aufrufen. Ich bin actually schon wieder hart verwirrt, ne? Aber warum wenden wir uns jetzt gegen die Polizei? Das habe ich jetzt wieder nicht geblickt. Oder sind das hier von Monroe und so, der ihm auf den Hals gehetzt wird? Kann natürlich auch sein, ne? Aber der lebt doch eigentlich schon gar nicht mehr, der Monroe. Okay, wir eskortieren den jetzt heile dahin. Ohne Probleme nämlich. Holen wir uns den Fucker jetzt nämlich da, den Ira. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht ganz im Bilde, warum wir den jetzt verfolgen. Also. Oder warum jetzt Kelso verfolgt wird. Wir eskortieren den ja. Peterson, assistant DA. What's he doing? He's here to cover our backs. I'm going in there, Jack. No one's trying to stop you. I found this at the ranch house. He's marked his routes. I'll go in here. Cole, you take the next entrance. Biggs, I need you to take the car and cover this spot here. I think that's his failsafe exit. Cole, he's one of ours. What are you talking about? Stop right where you are! Got it? Got it. Peterson, you want to be DA? Well, earn your salt. So, Kelso is your boy, Peterson? You're working with Phelps? A handy lad, that Kelso. Yes, he is, Chief. You can't imagine what those two have uncovered. It could go all the way to the top. I hope you won't be implicated. So, you're the new groom, Peterson? Ach so, ich verstehe. He's a difficult boy to get rid of. All right, Peterson. I'm listening. What's your offer? Ich verstehe, die sind alle korrupt. Oh mein Gott, what?
Jetzt wird ein Schuh draus. Die sind alle korrupt. Das sind korrupte Cops. Ich habe mich schon gewundert, was hier los ist. Die sind alle korrupt. Das ist alles noch hier Fontaine und so. Monroe, mein Gott, nicht Fontaine. Monroe und Fontaine natürlich, ne? Keep on going, Jack. Oh, give me that. Give me that. Okay, wir müssen uns einmal kurz hier ein bisschen einen auf Hide and Seek machen. Jetzt hier weiter? Oh my god, what the fuck? Mal sind wir hier richtig? Christ, just missed. Hier, ne? Da oben ist auch noch irgendwo einer. Jetzt habe ich verstanden. Das war doch der Polizeichef, der da unterbrechen wollte. Ja klar. Die sind alle korrupt gewesen. So, jetzt wird... Jetzt verstehe ich auch, was hier abgeht. Wahnsinn, wie viele Cops da korrupt sind, ey. Mag man ja gar nicht meinen. Oh, das ist der fucking Ira hier mit seinem Flammenwerfer, ne? Scheiße, Mann. Okay, hier geht's jetzt wahrscheinlich richtig ab, wa? Alter, what the fuck? Wo ist eigentlich, oh mein Gott, wo ist eigentlich fucking Phelps hin? Alter, der hat mir den Hut vom Kopf geschossen, what? Okay. Das lief einigermaßen gut. Das ist natürlich die Frage, wo... Müssen wir mal den Weg finden, wo muss ich denn hin? Ah, da. Hier ist der richtige Weg. Wir müssen uns erstmal hier in Deckung begeben. Na okay, meine Tommy-Munition hat sich. Okay, ich muss unbedingt. Okay, das ist nicht gut. Wir müssen unbedingt kurz Leben regenerieren. Okay, perfekt. Jetzt legen wir euch alle um. Ich werde euch alle töten. Ah, look at that. Warte mal, kann ich mir die mitnehmen? Yes. Okay, jetzt habe ich auch diese B.A.R. Jetzt wird krachen, Männers. Oh shit, steigt das Wasser jetzt? Oh fuck. Wo müssen wir denn hin überhaupt? Wo muss ich hin? Die Frage.
muss tatsächlich zugeben, dass ich noch nicht gesehen habe, wo ich hin muss. Da, wahrscheinlich in dieser Leiter da, ne? Aber eigentlich, wenn das Wasser steigt, müsste man doch eigentlich da auch hinschwimmen können. Aber die Strömung ist natürlich auch ziemlich übel, ne? Die Strömung ist natürlich auch ziemlich übel. Das stimmt wohl. Na schön. Aber wir scheinen es geschafft zu haben. Die ist ja ultra nice, die Waffe. Die kracht ja komplett rein. Hier noch eine von denen, ne? Die kracht ja wirklich komplett. Oh my goodness, what the fuck? Die Frage ist, ne? Hier hin? Vielleicht? Ja, ne? Sie. Ah, da ist sie ja. Are you okay, Princess? I felt better. Ach, da ist er ja. Save me from the doctor. Hi, Tex. You remember me? Da ist er ja. I'm not sure that I do. Have you come here to kill her? Nein. Why would I do that, soldier? Isn't that why you're all here? I'm here to get her out. But not me. You haven't come for me. No, not you. It ends here. You were with the sixth on Sugarloaf, weren't you? I was. And Nahal? Yes, I was. You're Sergeant Jack Kelso, aren't you? Where's your uniform, Sarge? At home in my locker, Hogaboom. War's over, soldier. I know that, Sarge. I'm fighting a different kind of war. I fight for God now. We all fight for God, Ira. In our own ways. Not everyone knows it. Are you all right? Get away from her! It's all right, Cole. He doesn't want to hurt her. Ira was with us on Okinawa. What? Mm-hmm. You know this guy? Don't you remember me, Lieutenant? I remember you. No. Don't. You ordered me to burn that cave, Lieutenant. That cave full of civilians. A hospital. What is he talking about? It was war. For God's sake, I can't be held responsible for everything that happened. I don't blame you, Lieutenant. You helped me to help other people. Ira lost his mind on Okinawa, Princess. Sheldon asked the doctor to help him get back. The doctor helped me to find my path. And I helped him to a better life. Elsa's going to leave now, Ira. She will be all right. You've helped her, too. Get her out of here. Vix will help. His ex is nearby. Jack, I need this guy to make the case. Hasn't this poor bastard given you enough? Get out of here now! For God's sake, Jack! What are you going to do? Don't cry, miss. Sergeant Kelso has come to help ease my way. I was proud to serve with you, Jack. Get out of here, Cole! Okay, crazy Tennis. Legt er den jetzt einfach um? Er legt den jetzt um, ne? Peng. Jawohl. Weg, die Sau. Alter, der hat ihn auch angeschossen. Everyone out of here now. Double time. You two get Lieutenant Phelps to an aid station. Weapon team will be blowing this place in 2 minutes. Everything that happened in here stays in here. Do you hear me? I don't want to ever hear another word about it.
doing him a favor, Elsa. Cole, up here. I'll get this great perch. Oh shit. Oh shit. Hand her up. Get out of here. I'm not arguing. You're wounded, Jack. Let me help. Boah, jetzt muss losgehen. Jetzt aber ganz schnell, Männers. Der schafft das nicht. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ist Phelps jetzt echt darin gestorben? Oh, no. Gerade der hält die Rede. Hau ab, ey. Cole Phelps was the best kind of man. Hear, hear. A war hero who led his men with true valor. And through his personal bravery achieved one of his country's highest honors. A cop wrongly accused who never lost his faith in the LAPD and the system. Fine. You belittle his memory. Elsa. Get out of my way, Jack. You call yourself his friend. A detective who fought to expose the evil corruption of the murderous Dr. Fontaine and the rapacious property tycoon Leland Monroe. Go to her. Will you, Herschel? A reformer who recognized the need to remove the odd bad apple from a department made up of good men. Herschel? A man who never gave up. Yeah, Jack. Who continued to fight the good fight. I think you knew that, Jack. The fight that cost him his own life. Raya. A good husband. A good father. And may I say, a good friend. Sehr traurig. Sehr traurig. Ich hab Phelps voll gemocht. Das war's? Das war's? Roy Earl kriegt niemals seine gerechte Strafe? Damit bin ich aber nicht zufrieden, liebe Leute. Damit bin ich aber mal so gar nicht zufrieden, ihr Lieben. Weiß ja nicht. Das Ende hätte ich mir anders gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass man Roy Earl auch noch dran kriegt. Tja, schwierig. Freunde, das war L.A. Noir. Ja, also an sich... Schönes Spiel, fand ich gut. Ende ein bisschen enttäuschend. Gebe ich zu, Ende ein bisschen enttäuschend. Hätte ich mir mehr gewünscht. Ja, ich hätte mir jetzt gerne noch einen Fall, einen weiteren Fall gewünscht aus Jack Kelsos Sicht. Der jetzt nochmal die Korruption da in dieser Weiß-Unit aufgedeckt hätte. Das hätte ich mir jetzt noch gewünscht. Aber man kriegt nicht alles, was man will, ne? Ihr Lieben, das war L.A. Noir. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das in einer Folge, also in ungefähr 44 Minuten durchgespielt ist. Hat jetzt schon noch ein bisschen mehr gedacht. Aber ja, so ist das. Ja, ich bin mal gespannt, was es als nächstes Projekt geben wird. Wir sehen uns auf jeden Fall dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play. Ja, wir wissen noch nicht, ne, was es als nächstes gibt. Let's Play XY. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein.